Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Jetzt ist wieder Bundesliga-Zeit. Wir sehen hier noch Bremen in exzellenter Form. Wir haben auch hier bestimmt eine Menge Kohle jetzt gewonnen durch den Einzug in die nächste Runde. Hier sehen wir es auch. 10,5 Mille sind wieder auf dem Konto. Das ist gut. Wir gucken auf die Spieler. Gomez ist zufrieden, dass wir ihn einsetzen. Da sind wir auch durchaus mal stolz auf ihn. Ja, es läuft perfekt, würde ich mal sagen. Wir dominieren sämtliche Wettbewerbe und jetzt geht es gegen die Nürnberger. Wir gucken mal eben auf die Tabelle, wo denn die Nürnberger stehen. Wahrscheinlich leider ein bisschen weiter unten. Ja, also viel tiefer geht es gar nicht. Ich sag mal 3 Punkte aus 29 Spielen. Also kein einziger Sieg. Klingt also für uns auf jeden Fall nach einer sicheren Sache. Aber FIFA hat da seine eigenen Gesetze. Wir gucken mal, was jetzt hier mit dem Spielplan ist. Ja, okay, gut. Wird jetzt irgendwie vorgezogen, das Spiel. Habe ich spontan Zeit, also das ist gar kein Problem. Achso, wir wollen noch mal gucken hier. Torjäger. Da sehen wir Götze mit 19 Treffern auf Platz 1. Vielleicht kann er heute ein paar Tore schießen gegen Nürnberg. Aber wir wollen es mal nicht zu einfach nehmen. Wie gesagt, vermeintlich einfache Gegner können einen trotzdem auch viel abverlangen und können ein Stolperstein werden. So, wir gucken mal eben Gabriel. Ich bin in letzter Zeit gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe da, dass ich gegen Nürnberg nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke darüber nach. Also, wenn er denn fit ist, dann könnten wir ihn in der Tat ja bringen. Wobei Gummy natürlich jetzt auch sich sehr gut entwickelt hat, aber wir wollen mal nicht so sein. Gabriel ist ja kein schlechter Spieler. So, auswärts gegen Nürnberg, da können wir durchaus auch mal mit dem Trikot spielen. Teammanagement. So, Gummy ist eigentlich fit. Darf der mal pausieren. Oh, Gabriel ist aber nicht fit. Dann darfst du zumindest eine halbe Halbzeit spielen. Götze. Bringen wir da oben mal rechte Flanke, würde ich sagen. Haben wir doch hier Doku. Der darf da spielen. Linke Flanke, Amuzu. Auch da habe ich gar keine Bauchschmerzen, die einzusetzen. Bettnarik muss mal pausieren. Für ihn könnte dann jetzt mal wieder Ampadu spielen. Eggestein braucht mal eine Pause, obwohl er, nee, er ist eigentlich unser Captain, der muss spielen. Ayer kriegt eine Pause. Für ihn spielt Adarabayo. Ja, auf der Bank. Rashi lassen wir auch mal heute mal pausieren. Sargent nehmen wir nochmal mit. Ansonsten Lani könnten wir sonst auch mal mitnehmen, aber eigentlich bin ich mit dem Team ja so ganz zufrieden. Vielleicht Acosta noch, das wäre nicht verkehrt, dass er dann nochmal vielleicht für Eggestein reinkommt. Das machen wir auch mal. Ja, ich würde sagen, Klasen soll er spielen oder machen wir da lieber Möwald mal rein? Ich glaube, wir machen das mal so. Wir machen mal Möwald für Klasen. So, Gabriel darf spielen, ausnahmsweise. Und da wird dann später Gummy reinkommen. Ansonsten sind eigentlich alle fit, außer Cabral, der natürlich jetzt aufgrund der Verletzung von Jiří Pavlenka natürlich jetzt unser Stammkeeper ist. Hat eine 77, hat sich also sehr gut entwickelt. Genießt natürlich die vielen Einsätze, die er jetzt bekommt, nicht nur in der Liga, auch in der Champions League. Auch wenn er jetzt im letzten Spiel in Madrid sich leider ein Gegentor hat einschenken lassen, aber da war er auch wirklich machtlos. Gut rausgespielt. Und ja, heute also gegen den Underdog, gegen Nürnberg. Letzter Platz. Sieht so aus, als würden sie natürlich absteigen. Und wir haben hier die Chance, entweder richtig gut was für unser Torkonto zu machen oder uns eine Peinlichkeit zu erlauben. Mario Götze heute wieder fit in der Startelf. Unser bester Torschütze in dieser Saison. Mal sehen, ob er heute trifft. Wetter ist bescheiden schön. Im Max-Morlock-Stadion. Auch für Kevin Möwald eine schöne Geschichte. Der kam ja letztendlich von Nürnberg. Also vielleicht auch für ihn ein bisschen was Besonderes, dann heute auch mal in der Startelf zu stehen. So, da schauen wir es uns nochmal an.
Tja, 69 Gegentore oder Tordifferenz minus 69 für Nürnberg. Wir haben plus 68. Da sehen wir es einfach mal. Die Geschichte zweier Teams. Wir schießen die Tornetze kaputt. Nürnberg, tja, sucht das Tor weitestgehend. So, gleiche Trikot-Fabrikant. Beide also von Umbro. Wir wollen jetzt auch nicht lange schnacken, bevor wir noch mehr Schleichwerbung machen. Auf geht's, Werder. Schießt ein Tor. Sock. Chevalerin, Schätzger, Scheren. Oh, erste Attacke von Captain Maxi Eggestein, der hier wieder on fire zu sein scheint. Die ersten Aktionen gehören ja auf jeden Fall den Nürnbergern, muss man sagen. Und wieder Maxi Eggestein. Phil Foden. Eggestein. Schön gesehen. Und das könnte sein. Nein, einmal zu viel abgelegt von Amuzu. Boah. Also wäre da hier die Riesenchance zum frühen 1:0. Aber dann doch der Pass zu viel. Schlamann, Ampadu, Eggestein. Auf Foden. Schön gesehen von... Und jetzt, und das passiert. Schön gesehen vom Möwald, dass sich da Maxi Eggestein freigelaufen hat. Und der vollendet hier zum frühen 1:0. So schnell kann es gehen. Viel Platz oben für Doku oder auch für Möwald. Das war ja Doku, der die Vorlage gemacht hat, oder? Gar nicht Möwald. Ja, sehr schön. 1:0. Erwartungsgemäß setzen wir uns also hier mit 1:0 in Führung. Keine Chance für den Keeper. Und unser Captain ist on fire. Macht sein 8. Tor. Richtig wichtig in dieser Saison. Bis jetzt auch noch nie für mich bei den Karrieren, die ich für oder mit Werder gespielt habe, ein Verkaufskandidat. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem neuen Team dann klappt. Doku, Stoppfehler. Gut gedacht von Nadra Bayo. Jetzt könnte es aber die erste gute Aktion geben über Schrellack. Bremer Defensive am Anrollen. Und Gabriel anscheinend mit unfairen Mitteln. Gibt also einen Freistoß. Gute Gelegenheit, vielleicht mit dem Standard für die Nürnberger hier gefährlich zu werden. Von oben kommt ordentlich was runter. Stimmt nicht angenehm als Spieler da zu spielen. Macht den Ball auch ein bisschen rutschiger. Vielleicht also mal mit einem Distanzschuss. Gute Ecke eigentlich. Ecke, Freistoß. Doku. Foden. Und jetzt Ampadu. Amuzu ist durch. Amuzu 2:0. Zeigt also auch wieder, wenn man ihn bringt, dass er liefern kann. Macht hier das 2:0, läuft hier gefahrenlos in den 16-Meter-Raum und bleibt dann auch vorm Keeper cool. Also heute der Vertreter von Milad Rashica mit einem Treffer, gute Aktion von ihm. Tja, und wir führen jetzt mit 2:0, bahnt sich also doch das Debakel an für die Nürnberger. 21 Minuten gespielt und es steht schon 0:2. Sörensen. Schätzner, Scherin. Schnitzter. Schnitzter.
Oh, das war gut. Doku. Oh, Stoppfehler! Oh! Kein guter Pass von Maxi. Wollte zwar hier die Seite wechseln, aber das hat dann nicht so gut geklappt. Oh, gefährlich! Und Tor! Schrellack macht hier das 1:2. Eins der wenigen seltenen Tore der Nürnberger. Und das gegen den Tabellenspitzenreiter. Da kann man sich auch mal freuen. Keimt da doch wieder ein bisschen die Hoffnung auf. Ein Tor. Und dann erinnert man zumindest einen Unentschieden. Gut rausgespielt. Nicht gut verteidigt von Adebayor. Das muss man ja auch sagen. Stolzierte da wie so ein besoffener Storch durch den 16-Meter-Raum. Das muss besser werden. Aber ansonsten lassen wir uns mal jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Möwald. Kein guter Pass von Doku. Wieder die Nürnberger. Über Low Camper. Gabriel. Wird da nicht Herr der Lage. Chevalerin. Ampadu. Chevalerin. Und Einwurf für Nürnberg, die jetzt ein bisschen mutiger werden. Haben ja auch eigentlich nichts zu verlieren, das muss man auch sagen. Alles andere, als dass sie hier verlieren, wäre ja auch eine Überraschung. Schön gemacht. Auf Möwald. Und Tor. Phil Foden macht hier eiskalt das 3:1 und danach sogar noch ein Salto Mortale. Guter Konter. Effektiv durchgezogen. Kevin Möwald kann hier lange marschieren. Phil Foden bringt sich in Position und braucht dann im Prinzip nur noch den Fuß hinhalten, um den Ball dann über die Linie zu drücken, gegen die Laufrichtung vom Nürnberger Keeper. Ja, und dafür gibt es dann nochmal eine 10.0 für die Haltung und Flugnoten. Macht sein siebtes Tor, Phil Foden. So, damit der alte Torrückstand oder Abstand wiederhergestellt. 3:1 Führung also für Werder. Aber Nürnberg spielt nicht schlecht. Ist weit davon weg, sich hier abschießen zu lassen, zumindest noch. Und Werder immer mal mit kleinen Unachtsamkeiten. Adarabayo. Götze. Klappt das? Oh. Da wollte Kevin Möbel doch zu viel. Doku. Bleibt hier im Ballbesitz. Oh. Götze. Das war kein guter Pass, da sollte er auch gar nicht hin. Jetzt Chevalerin. Schön auf Sorg. Ja, hat aufgepasst. Mit Amutsu. Ah, oh, verdammt. Matenia kann den Ball aufnehmen. Behrens. Schön auf Misicjan. 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 Das könnte sein, tatsächlich. Nürnberg. Und Doppeltorschütze Schrellack macht hier das 2:3. Haben die Abwehr schön ausgespielt. Ja, und dann stand der Schrellack fast auf Höhe des Elfmeterpunktes. Und wenn ich sage, exakt auf der Elfmeterpunkt. Haut den Ball schön an den Innenpfosten.
Ja, es geht doch, muss man sich jetzt sagen. Gegen Werder Bremen macht man bis jetzt ein gutes Spiel, liegt hier zurück, aber immer noch in dem Bereich, wo man sagt, das könnte durchaus sogar noch hier ein Unentschieden werden. Also wir sind hier auf jeden Fall noch nicht durch, auch wenn jetzt erstmal die ersten 45 Minuten durch sind. Werder-Fans sehen kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes Spiel von der Werder-Mannschaft heute. Gucken mal, mehr Ballbesitz bei den Nürnbergern. Von den Chancen jetzt auch nicht so weit weg entfernt. Passgenauigkeit ist höher, Schussgenauigkeit, okay. Da ist es noch ein kleiner Unterschied. So, Gabriel ist ja quasi gefühlt komplett kaputt. So, Gummy, und ich würde sagen, Eggestein nehmen wir auch schon mal raus und bringen dafür Acosta. Schwächen wir uns natürlich schon, ist schon klar, aber ich brauche dann eher Eggestein vielleicht in einem der nächsten Spiele. Boah, da habe ich. Wieder Fehlpass. Und Nürnberg kommt. Schön rausgespielt. Low Camper. Oh, Cabral. Phil Foden macht hier das 4:2. Doppelpack für Phil Foden. Sehr schön nach der Pause hier der alte Rückstand von 2 Toren wiederhergestellt. Doppelpack für Foden. Wahnsinn. Also auch der überrascht einen immer mal wieder. Hier schön rausgespielt. Nicht gut gedeckt von den Nürnberger Abwehrspielern, muss man auch sagen. Ja, und dann sieht man einfach, dass er auch eiskalt sein kann. Wieder muss Martin ja hinter sich blicken und sieht den Ball hinter sich einschlagen. Und die Freude ist riesengroß. Ist riesengroß, weil man ist hier heute nicht so dominant, wie es denn vom Papier aus erschien. Sørensen. So, von Götze haben wir bis jetzt noch nichts gesehen. Unserem besten Torschützen. Oh, faul. Gibt vielleicht nochmal gelb für Foden. Foden. Schön. Auf Amuzu. Amuzu macht auch einen Doppelpack. 5:2. Also jetzt 2 Tore innerhalb kürzester Zeit. Knapp 11 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Werder macht hier 2 Tore. Will das Ding hier also schnell entscheiden. Und nicht so eine Spannung aufkeimen lassen wie jetzt in der ersten Hälfte. Amuzu Doppelpack mit rechts abgezogen. Keine Chance für Martenia. Da freuen sie sich alle. Ja, Eggestein wird es nicht mehr gelingen, Doppelpack zu machen. Der ist ja schon auf der Bank. 5:2. Jetzt vielleicht schon eher ein Ergebnis, wie man es hätte erwarten können. Aber Nürnberg macht weiter. Oh, gelbe Karte für Foden. Und. Oh, Slashak will ja auch noch seinen Dreierpack schaffen, wie es aussieht. So, Stunde gespielt. Ich denke mal, Foden müssen wir jetzt auch mal rausnehmen. Was machen wir? Nehmen wir Götze zurück. Ich glaube, wir nehmen Götze mal zurück und bringen vorne noch einen langen Kerl rein wie Steven Plaza. Mal sehen, ob das was bringt. Vielleicht will Götze heute eher im Hintergrund agieren, als wie das ja da vorne der Vollstrecker ist. Foden geht raus, Doppelpack, richtig gutes Spiel gemacht. Jetzt darf Steven Plaza nochmal zeigen, ob man auf ihn zählen kann, als Joker. Doku. Und gibt nochmal Ecke. So, quirlig im Angriff, Amuzu kriegt hier gute Noten.
Zwei Tore gemacht. Gutes Spiel von ihm. Oh, Sorg hat hier nochmal die Chance. Aber haut den Ball dann doch drüber übers Tor. Insgesamt wirkt die Werder Abwehr heute aber nicht ganz so stabil, muss ich sagen. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Und Plaza wird hier geschickt. Macht der Joker sein Tor? Er macht sein Tor. Steven Plaza kommt, nimmt den Ball an und macht sein Tor. Gerade mal wenige Sekunden auf dem Platz. Und da machen sie die Human Centipede, so wie es aussieht. Tja, Martenia, kann es nicht verstehen. Nürnberg hat den Faden jetzt hier verloren. Werder packt jetzt hier ganz anderes Gesicht zutage. Eiskalt bei der Chancenverwertung. Der Ball hagelt permanent hinter Martenia ein. Es ist nicht zum Aushalten. Plaza macht sein 11. Tor. Also auch für ihn, wenn man überlegt, dass er gar nicht so viele Einsätze hat, sondern immer mehr so als Joker kommt. Für ihn eine sehr gute Saison. Kann man nicht anders sagen. Ja, und jetzt das Ergebnis natürlich schon echt bitter für die Nürnberger. Gemischte Gefühle bei den Nürnberger Fans. Erste Hälfte war ja sogar der Gedanke da, dass Nürnberg vielleicht sogar ein Unentschieden packen könnte. Jetzt lassen sie sich dann doch abschießen. Ah. Bisschen zu spät der Pass. So, jetzt nochmal Lohkämper. Schön gesehen auf Prarada. Oh, gut gemacht. Und das gibt wohl gelb. Würde ich mal vermuten für Gami. Jo. Hartes Einsteigen, Robert Gamni. Ja, der Ball war weg. Kann er sich nicht beschweren. Gibt einen Standard. Vielleicht nochmal eine schöne Chance. Gut genommen hier den Ball. Ah, und Plaza. Auch wieder so ein knochiger Auftritt von ihm. Schleusener. Lohkämper gegen Ampadu. Und Gami hat den Ball. Amutsu. Ah, Mann. Schlussphase hier in Nürnberg. Sehen wir noch ein Tor. Werder scheint hier auf jeden Fall nicht aufzugeben. Behrens. Schleusener. Ah, das ist heute nicht gut verteidigt von Werder. Schön gemacht. Amutsu. Und... Oh! Jesus! Ja, kein Tor für Mario Götze, wie es aussieht. Keine Chance hier für ihn mal zum Abschluss zu kommen. Was? Gibt's jetzt einfach für Nürnberg? Oh, ich wollte gerade sagen, ey. So, Schlussphase ist angebrochen. Misicjan. Misicjan. Aber Augustinsson zur Stelle. Und wieder keine gute Aktion von Plaza. Campos. Gefährlich. Oh. Möwald Sens hier Petros um, wie es aussieht. Gibt auch gelb.
Nehmen wir nochmal hier. Oh, auch wieder von hinten. In die Beine. So, 88. Minute. Vielleicht versucht das direkt. Keine schlechte Chance. Und Cabral rettet hier zur Ecke. Kann sie nochmal auszeichnen. Vom Captain Behrens. Ah, muss sich Cabral aber wirklich komplett strecken. Nur noch mit den Fingerkuppen dran. Oh! Und Götze bleibt hängen. Saisontreffer 20. Scheint heute nicht fallen zu wollen. Plaza! Was macht denn Steven Plaza da? Also, da hat zwar ein Tor gemacht, aber ansonsten ist das große Grütze, die er da zusammen spielt. Oh, Lohkämper! Und jetzt könnte er doch eigentlich abpfeifen. Das tut er jetzt auch. Wir gewinnen am Ende dann doch haushoch. 6:2. Nürnberg allerdings mit einer sehr, sehr guten ersten Hälfte. Am Ende können sich nichts davon kaufen. Ein weiterer, ja, eine weitere Niederlage für die Nürnberger. Wir werden unserer Favoritenrolle gerecht. Allerdings mit gemischten Gefühlen, denn das war nicht alles so richtig gut, was wir da gezeigt haben. Jetzt ist aber erstmal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, schaut in die anderen Playlists rein und seid auf jeden Fall beim nächsten Spiel da wieder mit am Start. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.